Bis später. Kennst du zufällig die Kombination von Kurz, Safe? Meinst du den in seinem Büro? Genau den. Dann kann ich dir nicht weiterhelfen. Die Kombination war nur Kurt bekannt. Mist. Ich habe gehört, der Geist von Kurt spukt hier herum. Hast du eine Idee, wo ich ihn finden kann? Ich weiß nicht, ob dir das weiterhilft. Aber die Arbeiter haben sich immer darüber beschwert, dass Kurt sie vom Steg in der Halle aus anschrie, sie sollen schneller arbeiten. Danke, das könnte mir helfen. Keine Ursache. Bis später. Ich habe den Lauschangriff gestartet. Jetzt nichts wie raus hier. Ich habe den Lauschangriff bereits gestartet. Jetzt muss ich nur noch auf das Ergebnis warten. Und lassen mich hier zurück. Aber das überrascht mich nicht. Ich hätte auf Hansen hören sollen. Den Code. Eins, neun, fünf, eins, drei, vier. Sehr gut. Ich glaube, ich habe jetzt die Kombination zu Kurz Safe. Tasten zur Eingabe eines numerischen Codes. Mal sehen. Ich versuche mal 195134. Na also.
Eine leere Ablage. Da muss doch noch mehr dran sein. Aha, ein versteckter Schalter. Nein! Auf dem Papier steht 002YZ1. Was soll das heißen? Lass mich sterben! Wer bist du? Diese Schmerzen! Es soll aufhören! Das wird Kurt büßen. Schmerzt es noch immer? Hilfe! Ich komme zurück. Versprochen. Ich muss den Ort verlassen, damit es wirkt. Nein! Ich fühle keine Schmerzen. Der Boss ist wirklich widerlich. Schmerzen! Es schmerzt nicht. Dieses Arschloch! Wie konnte er mir das antun? Ich fürchte, es ist noch nicht vorbei. Wer oder was bist du? Haben die Marienkäfer dich geschickt? Nun, ich bin tot, um es genau zu sagen. Ein Geist. Aber ich arbeite nicht für die. Ich weiß bereits einiges, aber erzähle mir doch, was passiert ist. Woher weißt du über mich? Aus Nils Tagebuch. Von Clara, von Jakob und von Scott. Ich weiß, dass Kurt dich gefoltert hat. Aus Kurts Tagebuch weiß ich auch, wie ich dir helfen kann. Ich hätte niemals erwartet, Hilfe von einem Geist zu bekommen. Aber ich hätte auch niemals erwartet, so zu enden. Lass mich von vorne beginnen. Ich arbeite seit fast 15 Jahren für Scare, Sektion Omega. Mir war eigentlich immer egal, was hier eigentlich produziert wurde. Wir mussten einen verdammt komplizierten Vertrag unterzeichnen, der uns unter anderem verbot, zu viele Fragen zu stellen. Aufgrund der Geheimhaltung hier hatte ich eigentlich gedacht, dass hier Waffen oder so hergestellt wurden. Wie dumm ich doch gewesen bin. In Wahrheit reicht der Einfluss von Scare weit über das Grab hinaus. Die Geräte, die in Sektion Omega hergestellt werden, sind in Wahrheit hochtechnisierte Seelenfänger. In dem Moment, in dem die Seele einen toten Körper verlässt, kann sie mit dem Gerät eingefangen werden und nicht in das Jenseits übertreten. Stattdessen wird sie in den sogenannten Tunnel gebracht, wo die Seele für alle Ewigkeit versklavt werden kann. Das bedeutet doch, dass das Gerät von Leuten bedient werden muss, die mit sterbenden Menschen zu tun haben, oder? Genau. Zum Beispiel Ärzte und Geistliche. Sie haben nicht mehr lange zu leben. Ich würde Sie gerne meinem Vorgesetzten vorstellen. Was soll das noch bringen? Das werden Sie schon noch sehen. Sehr bald sogar.